Hey Kinderlein, was geht bei euch ab? Ihr habt mich schon oft gefragt, ob ich nicht mal meine Stream-Einstellungen vorstellen möchte und das möchte ich hiermit tun. Fangen wir direkt an, ich habe einfach nur Screenshots gemacht, das ist dann am einfachsten. Ich nutze die Open Broadcaster Software in 32-Bit. 64-Bit hat bei mir rumgemuckt, 32-Bit, super. Ihr seht oben auch die Versionsnummer. Also ich update auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ihr wisst ja, Never Change a Running System und sowas. Das ist meine OBS-Geschichte. Unten sieht man schon ein paar Quellen, wobei die Quellen und sowas ja alles egal sind. Ihr wollt meine Stream-Einstellungen wissen und zu denen kommen wir jetzt. Ich bin die Einstellungen einfach durchgegangen. Also die erste sind hier die allgemeinen Einstellungen. Sprache Deutsch, Einstellungsprofil, Untitled und so weiter und so fort. Ihr könnt das ja eh alles sehen. Ich muss es ja nicht zwingend vorlesen. Auf der nächsten Seite wird es schon ziemlich spannend hier. Bei der Codierung ist es sehr wichtig, dass man da alles korrekt einstellt und vor allem auch, dass man sein Internet kennt. Für mich funktioniert genau das, so wie es eben eingestellt ist. Vom Upload her könnte ich sicherlich deutlich mehr einstellen, aber meine Maschine ist zu schlecht. Wir haben ja bald diese neue Grafikkarte, die hat extra Streaming-Prozessoren und da kann ich da sicherlich auch noch ein bisschen hochdrehen. Aber ja, das sind meine Codierungseinstellungen. Und schon kommen wir bei den Broadcast-Einstellungen an. Auch nochmal eine sehr wichtige Geschichte. Vor allem euren Stream-Key, den ihr, glaube ich, von Twitch selbst bekommt. Ich habe das vor ewigen Zeiten gemacht, aber da könnt ihr sofort googeln, falls ihr jetzt nicht wisst, wo ihr einen Stream-Key herbekommt. Da könnt ihr dann irgendwie eine Abfrage starten auf Twitch und dann erhaltet ihr eben euren Stream-Key per E-Mail oder wie auch immer. Oder einfach in einem Fenster, keine Ahnung. Aus Datenschutzgründen habe ich hier so ein bisschen zensiert. Aber das ist eh irrelevant. Ihr könnt das rumpuffern und die Dateien ablegen, wo ihr wollt. Kommen wir nun zum Videobereich. Hier habe ich meine Grafikkarte ausgewählt. Das ist meine alte, aktuelle Grafikkarte, noch NVIDIA GeForce GTX 560 Ti. Schon so ein kleines, altes Biest. Früher war sie halt gut, jetzt, so wie es mit allem ist, ist sie schlecht. Ich habe meinen Stream auch herunterskaliert, auf HD nur. Vor einiger Zeit war er noch weiter runterskaliert, aber ich habe ihn, also theoretisch jetzt auch wieder hochskaliert. Auf Original streame ich natürlich nicht, das sieht man ja auch in den Livestreams, ja. 25 FPS, genau, easy klar, da hat bis jetzt noch niemand was gesagt und es gibt einem, falls man Internetprobleme hat, beziehungsweise Performanceprobleme von der Maschine her, auch einfach nochmal so einen kleinen Kick, wenn es ein bisschen weniger ist. Die Audioeinstellungen sind auch ganz wichtig eigentlich. Ihr stellt halt euer Mikrofon ein und hier unten folgende Geschichten, könnt ihr einfach ablesen. Im Erweitert-Tab gibt es auch nochmal einige wichtige Einstellungen. Ich selbst habe jetzt hier schon länger nichts mehr dran gemacht. Ich könnte da auch wieder was verändern, nehme ich an. Aber damit läuft es halt einfach. So wie meine Streams laufen, laufen sie ganz gut und ich bekomme eben durch diese Einstellung den Stream, den ich habe. Schaut euch alles gemütlich an. Haltet am besten das Video kurz an. Schaltet es einfach wieder weiter. Hier habe ich noch die Mikrofon-Rauschsperre drin. Da habe ich noch nie was dran verändert. Das ist alles so defaultmäßig. Der Rest ist wurscht, beziehungsweise in den anderen Fenstern habe ich nichts eingestellt, nichts umgestellt. Das ist einfach default. Hier war ich mir nicht zu 100% sicher, aber ich wollte euch diesen Mikrofon trotzdem nochmal zeigen. Aber ja, somit seid ihr nun bereit zu streamen, wie ich streame. Natürlich müsst ihr auch die Spiele selbst einstellen, umstellen und hin und her. Das ist eine recht wichtige Sache, aber da kann ich jetzt ja nicht, dafür gibt es keinen Pi mal Daumen. Es hängt einfach zu sehr von eurer Maschine ab, ja, und von dem Spiel, das ihr spielen wollt. Ich habe bei Counter-Strike zum Beispiel auch einige Vorkehrungen getroffen, dass es nicht so viel Prozessor frisst. Prozessor Power, ja. Diverse Sachen runtergestellt und sowas, damit ich einfach auch lagfrei trotzdem noch im Stream live spielen kann. Denn wir wissen alle, Streaming ist extrem prozessorlastig und da braucht ihr auf jeden Fall einen starken Prozessor, beziehungsweise müsst ihr den eben entlasten durch solche Schritte, wie dass ihr eben im Spiel runterskaliert oder hier bei Video die Auflösung herunterskaliert. Man glaubt jetzt zwar im ersten Moment, Moment mal, ist es nicht anstrengender für den Prozessor? Das Originalvideo, das Originalbild kommt rein, da muss jedes Bild, jeden Frame runterskalieren. Sollte man meinen, aber ist wohl doch irgendwie gemütlicher, keine Ahnung. Es scheint, ich habe mich da nicht eingelesen. Ich weiß nicht, wie OBS die Grafikkarte und den Prozessor anspricht, wie die Abläufe da drin sind, da kenne ich mich leider nicht aus. Aber so funktioniert das auf jeden Fall für mich und wenn ich es hochskaliere auf Full HD zum Beispiel, dann laggt es auch. Also das hat schon seinen Sinn und seinen Zweck, dass es herunterskaliert wird. Soweit so gut, ich hoffe, ich konnte einigen helfen hier mit meinen OBS-Einstellungen. Falls ihr spezifische Fragen habt, stellt sie einfach in den Kommentaren, also wie man X und Y einstellt und so. Falls ihr Fragen zu den Bots und so weiter habt, also diesen Gambling-Bot und Streamlabs und hin und her, da solltet ihr auf jeden Fall dem Englischen mächtig sein, beziehungsweise es gibt auch deutsche Tutorials, weil da verweise ich immer auf Tutorials, weil so habe ich es auch einfach, ne, mir gelernt. Das ist nicht schwierig, also es gibt ultra gute Tutorials, die das sofort erklären, wie man dieses Streamlabs oder dieses Pipapo alles miteinander verbindet. Also es geht echt fix. Frag mich einfach alles und ich versuche es irgendwie zu beantworten. Hallo Hopkinder, scannen, dann macht's gut. Fröhliche Weihnachten, bald. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, vielleicht ist Weihnachten schon vorbei. Ich habe heute einen Aufnahmetag und nehme ganz, ganz viel auf, dass ich muss für 6 Tage im Voraus aufnehmen. Naja, egal. Alter!